Das ist ein, was ist das für ein Workshop? Ein Craftsdwarfs Workshop. Also müsste er jetzt normalerweise, ja genau, ein Accomplished Stonecrafter geworden sein. Also normalerweise, wenn jemand ein Artefakt herstellt, dann ist er normalerweise in diesem Job, in dem er ihn herstellt, also in dem Fall Stonecrafting, sehr weit hoch angestiegen in seinem Skill. Gut. Nächstes Thema, weil ich ja gesagt habe, wir haben jetzt hier Mechanismen rumliegen, diese Zahnrädchen. Wir wollten einen Lever bauen. T. Lever. Den wollten wir hier in die Nische setzen. Aus einem Gabbro-Mechanismus. So. Und jetzt wird einer unserer Mechanics kommen und den Lever dahin setzen, hoffe ich mal. So, nächster Schritt. Die Dining Hall ist fertig. Also brauchen wir neue Stockpiles hier. Food Stockpiles nämlich. So. Hier ein Food Stockpile und hier noch ein Food Stockpile. Und die beiden kriegen jetzt noch, ups, kriegen jetzt noch Sondereinstellungen. Und zwar verbieten wir erst einmal, blocken wir alles. Du nimmst nur Essen auf, also fertiges Essen. Und du? Hier blocken wir auch alles. Du nimmst nur Trinken auf. Permit Drink, so. Jetzt gehen wir eins hier runter. Wieder in die Stockpiles und sagen Remove Designation, also entferne Stockpile, den hier. So, jetzt müsste das ganze Essen nach oben transportiert werden in die Dining Hall, wo es hingehört. Währenddessen gucken wir mal kurz in die Küche. Plump Hammett Spawn, Pigtail Seeds, Dimple Cup, Caveweed, Dwarfenwein. Irgendwo habe ich das Gefühl, dass was fehlt. Genau, was ist das hier? Hier werden Pigtails angebaut. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich habe nämlich eine Befürchtung. Plump Helmet ist okay. Cave Seeds und Pigtail wurde noch nicht angebaut. Was ist mit dem hier? Was wird hier? Sweet Pots, genau. Deswegen müssen wir jetzt ganz dringend aufpassen mit dem. Was zur Hölle? Wir haben ein Forgotten Beast bekommen. Was? Und es jagt unseren Game Cutter. Das ist nicht so toll. Das könnte das Ende für unser Vor bedeuten. Okay, gucken wir mal, was passiert. Und das Vieh hat sich in einen Zwerg verwandelt. Was? Wo ist es nun? Wo ist es nun? Ganz toll. Erstmal ist unser Game Cutter gestorben. Dead Missing. Karpfen sind verstorben. Game Cutter ist verstorben. Ist missing. Okay. Der liegt da oben rum. Okay, jetzt müssen wir ganz dringend etwas machen. Und zwar. Wo ist der Boja? Add new task, make wooden crossbows. So. Craftsdorfs Workshop.
Mach mir Holzbolzen. So. Ich glaube, ich habe keinen Woodcrafter. Das ist schlecht. Gut, wir machen jetzt ganz schnell wieder einen auf Panikmodus. Erstellen ein neues Squad. Schon mal mit dem General in erster Stelle. Und fügen hier X-Boot-Zwerge hinzu. Auch wenn sie noch gar nichts können. Aber jetzt müssen wir uns erst einmal irgendwie verteidigen. So, ich weiß, ich habe 5 X-Boot-Zwerge. So. Report. Du bist am Kämpfen. Und jetzt müssen wir unser Squad mal irgendwo hinbewegen. Dieses Squad hier bewegt euch hierhin. So. Werde ich mal herausfinde, wo. Okay, das Vieh ist weg. Und du wirst immer noch vermisst. Das kam unerwartet und überraschend. Okay, Squad. Ihr bewegt euch mal hierhin, dass der Zwerg gefunden wird. So. Nächster Schritt. Okay, wir haben unseren Gamecutter. Ja, dramatische Musik. Unser Gamecutter ist gestorben. Squad. Ah. Cancel Station. Ist O. So. Military. Squad. Gut. Scheduled inaktiv, Scheduled active Training. Bleibt mal bei inaktiv. Da werdet ihr erstmal nur gebraucht, gerufen, wenn ihr gebraucht werdet. Aber ja, was ich schon längst machen wollte, ist ein neuer Channel-Befehl. Nämlich hier. Und zwar bis hier. Soll mal alles ausgechannelt werden. Und ich habe auch gesagt, das Zeug soll gedumpt werden. Irgendwie haben meine Zwerge nicht den Drang, das Zeug hier zu dumpen. Aber wenigstens haben meine anderen Zwerge. Aber ich habe eine Dumpzone hier deklariert, oder? Garbage-Dump, ja. Ach, removen wir die mal. Und platzieren sie weiter hinten neu. Etwas größer, so. Garbage Dump, so. Dass sie nicht gerade auf einem Stockpile liegt. Auch wenn jetzt alles hier runterfällt. Ja. Hier wird schön ausgehoben. Gehen wir mal hier runter. Wir müssen nämlich noch diesen Lever einen neuen Task zuweisen. Und zwar zu einer Brücke. Genau. Müssen zwei Mechanismen dafür verbauen. Und dann das Ganze mal hochheben. Und es wird immer noch nichts gedumpt. Irgendwie konnte ich das doch einstellen. Remove Designation, Toggling Engravings, Carve Track. Genau, Dump Items. Das hier soll alles gedumpt werden. Vielleicht erstmal reclaimen, hä? So.
Gucken wir mal kurz, den Zwerg hier müssten wir, glaube ich, auch reclaimen. Designations, Buildings, Item Property, Reclaim. So. Es wird immer noch nichts gedumpt. Irgendwas mache ich wohl falsch. Das hier ist als Garbage Dump deklariert. Und die Sachen da unten haben einen Dump-Befehl. Aber irgendwie wollen sie nicht gedumpt werden. Na gut. Noch eine Sache, die wir zu dem Ding hier hinzufügen. Der Lever soll gepullt werden. So. Und jemand hat eine Party am Tisch organisiert. Sehr schön. Genau hier. Ah, nebenbei sind neue Tables fertig. Ja. Chairs sind noch keine fertig. Was sagt denn unsere Joblist Manager? Es werden fehlen noch Work Tables, Work Doors. Ach so, die werden gerade abgearbeitet. Gut. Da sind hier unsere ersten Work Doors. Die können auch mal gebaut werden. Und zwar will ich die Zimmer hier gerne mal abgrenzen. So. 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 Und am besten den ganzen Trainingsbereich hier auch noch abgrenzen, so gut es geht. So. Designations, Building Properties, Remove Dump, dann machen wir das hier mal weg. So. Und wir entfernen auch noch mal den Refuse Stockpile. Remove. Vielleicht gibt es ja damit ein paar Probleme. So. Und wir haben mal wieder keine Plumpermet Spawns. Was sagt die Küche eigentlich? Sweet Pots sind da und können verbraut werden. Genauso wie Plumpermets. Und die Sweet Pots können nur verbraut werden, nicht verkocht werden. Das ist gut zu wissen. Das wusste ich nämlich nicht mehr genau, ob man die auch noch kochen kann. Aber man kann sie nicht kochen. Ich glaube, Plumpermet ist das einzige sogar, was man kochen kann. Und wir haben eine Karawane. Jawohl. Nebenbei, ich habe herausgefunden, was ich das letzte Mal falsch gemacht habe. Ich habe nämlich aus Versehen auf U anstatt auf T gedrückt. So. Erst einmal einen neuen Channel-Befehl geben, nämlich hier. Ich sagte einen Channel-Befehl. Warum kann ich hier keinen Channel-Befehl geben? Mit H. Irgendwie finde ich das nicht witzig. Oder kann ich das gerade nicht machen, weil die Karawane kommt? Ja, Dwarf Fortress. Man wird immer wieder mal überrascht. Kann ich einen Mining-Befehl hier unten geben, um das hier wegzuminern? Ja, das kann ich. Gut.
Und ja, die Händler kommen. Also sollte ich auch mal den Trader, also mich hierher beordern. Und sollte auch Crafts, genau. Dahin transportieren. So, sehr gut. Die entladen ihre Sachen. Wir brauchen noch den Trader. Und so wie es aussieht, kommen die nur mit Tieren.